Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. Wir sind im guten alten Wien mal wieder. Ja, und die Hochbahn, die wartet auf Hochbahn. Sozusagen gebaut ist sie, die Signale stehen und so weiter. Ist aber eine neue Aufnahmesession, das heißt, wir müssen ein, zwei Sachen noch machen. Und hier wegen diesen Lags und so, da gab es gerade eine interessante Diskussion im Forum. Nämlich, ja, da hat jemand geschrieben, dass er das eben auch hat. Und das liegt ganz einfach am Spiel. Also da kann man machen, was man will. Ab einer gewissen Größe hat man diese Lags. Zumindest im Moment. Vielleicht hilft ja der Patch. Meine Hoffnung ist noch nicht begraben. Auch wenn es hieß, ja, hilft auch noch nicht so viel. Ein bisschen besser ist die Performance. Also die Performance würde ja gehen. Aber eben diese komischen Aussetzer, die man da dauernd hat. Naja, gut, wir müssen uns damit abfinden. Vielleicht halt dann irgendwann demnächst mal Staffel 3 beginnen mit einer neuen Map. Es würde mich ein bisschen ärgern, weil ich finde die Map relativ cool. Kann ich das so sagen? Ich habe sie ja selber gebaut. Ist ein bisschen Eigenlob. Aber ja, das kriegt man relativ einfach hin. Es ist eine Frage der Zeit, die man investiert. Also von daher brauche ich mir da nicht viel einbilden. Aber schön ist sie halt trotzdem. Und jetzt wieder neu anfangen. Ja, wir schauen. Auf alle Fälle, jetzt wird hier erstmal repariert und dann gibt es die Hochbahn. Beziehungsweise wir machen die Hausaufgaben, denn eben ist eine neue Session, da fällt dann immer mal wieder was an. Hier zum Beispiel, dass unsere neue Linie mit diesen schönen Zügen, kommt da vielleicht gerade einer? Jawohl, guck mal an. Der hier. Wunderbar, sehr schön. Der benutzt das gleiche Gleis wie ein Zug, der hinten rausgeht. Das ist mir schlicht nicht aufgefallen. Sieht man aber hier relativ deutlich. Genau, das ist unsere schöne Dampflokomotive, die da zum Muno rauf fährt, zu diesem Schloss, zu dieser Burg. Ja, da müssen wir ein weiteres Gleis bauen. Hilft nichts. Das heißt, die Häuser hier, die verabschieden sich gleich. Nehme ich mal an. Jawohl. Und wenn wir jetzt hier reingehen, kommen wir dann hier noch rüber. Wenn wir hier bei den Weichen gucken. Da haben wir keine Weiche, da müssen wir noch eine machen. Das können wir natürlich. So würden wir zumindest nur ein Haus verlieren. Das Problem ist einfach, wir haben hier natürlich noch weitere Gleise. Die wollen irgendwann auch hier raus. Das heißt, dieser Bereich hier, ja, der ist ein bisschen dem Untergang geweiht. Wir bauen das mal so und jetzt müssen wir schnell gucken, eben wegen einer Weiche, wie wir das am besten lösen. Hier haben wir wahrscheinlich schon mal versucht, eine X-Weiche zu machen. Das hat nicht ganz geklappt. Deswegen haben wir die Oldschool-Weiche. Das heißt, da machen wir hier nochmal so eine. Okay, und jetzt, Moment, der Zug muss erst weg, dann kann ich gucken wegen den Signalen. Du musst mal durchrasseln. Sehr schön. Ja, dann machen wir hier ein Päuschen. Wir haben nämlich hier das Signal. Ich weiß, ich könnte die Signale auch einfach so abreißen, wenn da ein Zug ist. Das machen wir jetzt sowieso. Ich wollte irgendwie, keine Ahnung, weil ich Anstand habe. Wollte ich warten, bis der weg ist, bevor wir ihm da das Gleis entziehen sozusagen. Gut, Packer weg. Wir brauchen ein Signal und das käme dann neu hierhin. So, wenn wir jetzt gucken, vielleicht hat das Spiel selber schon was gemacht. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber wir können ja mal schauen. Nein, hat das Spiel nicht. Also dunkelgrün darf bleiben, das ist nirgends im Weg. Aber hier diese neue Linie. Die kriegt jetzt hier einen Wegpunkt, damit sie darüber wechselt. Wegpunkt war hier bei den Signalen am Ende der Liste. Na, danke schön. Machen wir mal, mal sagen, hier hin. Und das wäre dann vor Schaffhausen. Ich habe die Linie noch falsch benannt. Ja, das ist dann das nächste. Genau. Vor Schaffhausen, also nach Wien, Wegpunkt Schaffhausen. Wegpunkt Schaffhausen 2. Ach, den haben wir hier auch noch. Okay, den können wir löschen. Den brauchen wir so nicht, sondern wir brauchen den hier. Also hinzufügen und dann müsste das klappen. Jo, jetzt nochmal alle Linien zum Testen. Aha, doch passt. Dunkelgrün, grün und dieses bläuliche hier. Okay, das ist dann also, wie es sein soll. Was jetzt noch nicht ist, wie es sein soll, das hier ist nicht Bielefeld, sondern Schaffhausen. Danke für den Hinweis. Das werden wir natürlich ändern. Ja, irgendwie meine heimliche Liebe zu Bielefeld. Das ist so eine unterschätzte Stadt, wenn man schon sagt, die gibt's nicht. Dann kriegt man ein bisschen meine Sympathien entgegengeworfen. Deswegen vielleicht, dass ich da Bielefeld geschrieben habe. Gut, der fährt jetzt noch zum letzten Mal hier raus. Dann fährt er da rein. Wir gucken mal, was wir sonst noch haben. Ich glaube, du müsstest mal noch die Lebensmittellinie nach Weißwasser. Die Linie mit dem Dampf. Genau, ja, da muss ich gar nicht weiterlesen. Das wollte ich schon vor Ewigkeiten mal machen. Hier hinten ist allen Ernstes noch eine Linie.
eingleisig unterwegs. Und zwar eine ganz, ganz alte mit Dampflokomotiven. Das ist die hier. Und das tut nicht Not. Das können wir mal ausbauen. Das müsste aber... Ja, das sieht man schon. Da musste er warten. Das müsste eine der ersten Linien gewesen sein, die wir hier gebaut haben. So, Kollege, du kriegst jetzt freie Fahrt. Nicht gleich in den nächsten 2 Minuten, aber sobald wir das Ganze gemacht haben. So viel Zeit muss sein, denn wenn ich das jetzt nicht jetzt mache, dann vergesse ich es wieder. Da brauchen wir aber keinen Strom, das sind Dampflokomotiven. So, einfach mal mitkommen, liebes Gleis. Hier runter Richtung Weißwasser. Hier einmal über die Röhren rüber. So, dann wären wir eh schon fast hier. Da oben die Weiche, die machen wir dann gleich. Wir brauchen sowieso... Also die Weiche wegnehmen, meine ich. Wir brauchen sowieso noch Blocksignale dann hier. Wenn das neu zweigleisig ist. Mal gucken, ob wir hier rüberkommen. Über die Straße. Ja, klappt. Problemlos. Da kommt eh der Kollege entgegen. Wenn der oben ist, kann der andere Zug fahren. Das wird sich aber künftig ändern. Aha, okay. So viel zum Thema. Das funktioniert so nicht. Das müssen wir kurz anders lösen. Wenn wir hier... Pause machen, nicht damit, oder nicht, dass der Zug dreht, das kennt man, das Problem. Wir nehmen dieses Gleis mal weg und bauen das anders, ein bisschen, ja, anders dran vorbei, damit wir 2 Gleise hinkriegen. Vom Abstand hier müsste das ja nicht problemlos gehen. So, hier hinten noch einen Moment, Türchen zurück, dann kommst du auch noch weg. Und jetzt gehen wir mit dem am Pfeiler vorbei, so, dass wir da eben, ach du grüne, Moment. So, so wollte ich das. Kommen wir da rein? Nein, das geht nicht. Okay, dann müssen wir in die Nähe. Zum Beispiel so. Und dann von hier eine Kurve. Wenn er da ein bisschen bremsen muss, kein Drama. Da hinten ist Bahnhof, da wird nicht gerast. Ja, auf 97 runter. Das ist schon okay. Und jetzt können wir das hier mitnehmen. Und hier ranhängen. Und dann haben wir das soweit abgeschlossen. Jetzt müssen wir da oben die Weiche noch kappen. Und dann für das Ganze... Ja, beziehungsweise hier unten Momento. Ja, da brauchen wir noch eine Weiche. Die machen wir mal hier hin. Mal gucken, ob es diesmal klappt mit der Kreuzweiche. Ich würde es nicht beschwören. Oh, klappt tatsächlich. Sehr schön. Gut. Jetzt könnte man hier eigentlich ein Signal setzen. Das machen wir aber noch nicht. Wir drehen, weil die Strecke ist ja noch nicht mal fertig gebaut. Wir müssen hier oben dieses Ding hier noch kappen. Der steht halt immer noch da. Gut, macht aber nichts. Wir sind ja im Pausenmodus. Nehmen wir das hier auch noch weg, weil das ist genau auf der falschen Seite. So, das kommt noch weg. Und diese Legs, das ist genau das, was ich angesprochen hatte. Die Map ist sozusagen zu groß. Da sind so viele Städte, so viele Linien. Das ist einfach irgendwie beim derzeitigen Stand des Spiels nicht möglich. Zumindest nicht lagfrei. Altes Gleis. Okay, 120, 120. Passt, wir haben da nicht mal eine Bremse drin. Jetzt hier... auch noch. So, vielleicht wird es ja eben mit diesem einen Patch im Juli dann noch ein bisschen besser. Ich wäre schon dankbar, wenn es nur ein bisschen besser wäre. Ich muss mal schnell gucken wegen den Signalen. Hier ist eins. Hier unten ist eins. Da würde eigentlich hier noch eins hinpassen vor die Straße. Für diese Weiche hier. Und dann danach kämen dann Blöcke. Da haben wir noch ein altes Signal. Das hier können wir auch mal stehen lassen. Das ist im Prinzip... Ja, wenn man will, fast eine Art Gegensignal, das ist okay. Dann gibt es hier unten einen Block und dann können die nämlich frei fahren. Frei fahren. Vor allem, ja, wenn hier dann vielleicht mal noch aufgestockt wird mit weiteren Zügen, dann funktioniert das jetzt natürlich auch wesentlich besser. Irgendwie war es noch schön, dass diese Strecke eingleisig erhalten geblieben ist, finde ich. Das hat dann sowas Nostalgisches irgendwie. Aber es ist natürlich hochgradig unwirtschaftlich. Deswegen haben wir es jetzt doch noch geändert. Wir müssen ja auch ein bisschen auf die Kohle achten. Wir haben deswegen ja einiges gemacht. Mal gucken, das werden wir dann eh. Aber das, ja, das müssen wir machen, wenn das Spiel läuft. Wenn wir hier im Pausenmodus sind, haben wir da keine großen Veränderungen zu erwarten. Logischerweise. So, dicht noch. Und jetzt gucken wir da vorne bei der Weiche. Was wäre dann hier? Und noch einmal ein Gegensignal. Und dann haben wir das auch erledigt. Dann können wir gerade noch kurz hier bleiben. Machen wir mal. Ja, da vorne ist das andere. Das ist ein bisschen zu nahe. Machen wir es mal hier. Hier bleiben. Wir müssen noch schnell was kontrollieren. Nämlich, das stand noch. Bitte einmal nachkontrollieren. Die IC-TGW-Linie.
wird hinter Weißwasser Richtung Heisenberg City eingleisig. Ja, das kann ich mich erinnern. Falls das nur kurz ist, kann das ja so bleiben. Okay, das müssen wir uns mal anschauen. Das ist der falsche Zug. Haben wir hier irgendwo ein ICE? Dann müsste ich hier nicht alle Linien aufrufen. Hilft nichts, ich muss. Wo haben wir dich? Hier unten. Das ist die Linie. Wenn wir da mal gucken. Hinter dem Bahnhof, das wäre hier. Ja, da sieht man, da wird es hier eingleisig. Und hier vorne wird es wieder zweigleisig. Nee, nee, das hat aber schon seinen Grund. Danke für den Hinweis natürlich trotzdem. Aber es geht darum, hier fahren schon einige Linien auf dem Gleis. Das kann ich gleich zeigen. Wenn wir jetzt hier das verlängern, dass das auch zweigleisig ist, dann haben wir nochmal einen Zug, der dieses Gleis hier nutzt. Also die kommen schneller vorwärts, wenn sie hier ein eigenes Gleis haben, selbst mit Gegenverkehr. Wenn wir hier die Linie aufrufen, ja, das sieht man. Da sind schon zwei Linien drauf, also das wäre nicht sehr clever, behaupte ich mal, wenn wir das zweigleisig machen, das ist eingleisig wirtschaftlicher. Gut, sonst noch was? Nein, also ab nach Good Old Vienna, denn jetzt kommt die Hochbahn. Okay, da wären wir Wien. Soll ich mal laufen lassen? Gute Frage, genau wenn wir ein Lag haben. Ich möchte mal laufen lassen. Also, Hochbahn. Wie kriegen wir hier Züge rauf? Das müssen wir jetzt auch noch gucken. Wir brauchen im Prinzip fast zwei Depots, denn es geht in zwei unterschiedliche Richtungen. Oder wir müssen ein Depot so bauen, dass wir in beide Gleise reinkommen, da es ja eben zwei Linien sind. Wir könnten zum Beispiel hier ein Depot hinmachen. Das führt dann da rein und führt hier rein. Da ist uns aber genau die Weiche im Weg. Wenn wir hier ein Depot machen, das würde vielleicht auch funktionieren. Das würde je nachdem sogar gut aussehen. Hier haben wir den ganzen Flughafen, diesen Bereich. Hier hinten müssen wir dann auch noch ein Bus-Dingens machen. Das werden wir auch noch angehen. Ich möchte aber zuerst die Hochbahn haben, damit wir mit der Hochbahn auch mal noch rumdüsen können. Jetzt muss ich mal schauen, wenn wir hier ein Depot machen. Vorzugsweise eins für Züge. Und welches? Ja, mal schauen, was haben wir denn alles? Zum Beispiel dich. Oh, das würde perfekt hier reinpassen fast schon. Das ist aber nicht die Idee. Ich drehe es mal. Wenn du jetzt hier so wärst, dann kämen wir, würde ich behaupten, da eigentlich relativ gut rein. Sollen wir es mal testen? Wir testen es mal. Also, das Depot können wir jederzeit wieder abreißen. Das ist kein Ding. Jetzt brauchen wir aber wieder Strom. Wir gehen mal hier rauf und hier rein. Ja, das funktioniert schon mal prächtig. Nein, weil wir die Höhe nicht bekommen so schnell. Ging es hier? Ne, hier ging es auch nicht. Sonst machen wir das mit einer Weiche. Wobei, Moment. Jetzt muss ich schnell die Linie haben, damit ich ja nicht einen Käse mache. Wir kommen in die Richtung. Das heißt, wir brauchen dieses Gleis, um hier rauszukommen. Steigung zu groß. Wir sind zu nah dran. Das sieht cool aus. Es ist aber... Wisst ihr, was natürlich auch cool aussieht? Das machen wir gleich mal ganz anders. Dafür haben wir den Bagger. Guck mal, hier hinten. Hier ist alles frei. Das müssen wir doch eigentlich ausnutzen. Also, bevor sie auf die Schnapsidee kommen, hier Häuser hinzustellen, gibt es hier ein Depot. Und das schön mit Kurve. Oder so. Oder vielleicht sogar hier. Ah, ich liebe sowas. Vielleicht sogar hier. So rein. Da kommen wir nicht mehr um die Kurve. Das ist allerdings dann eher schade. Und da sind die Häuser im Weg. Die möchte ich eigentlich stehen lassen. Da gehen wir nicht dran vorbei. Wir machen das Depot hier hin. So, da bauen sie gleich. Die ahnen, dass hier noch ein Gebäude hinkommt. So, und jetzt mal gucken, ob das funktioniert. Die Straße wird gekappt, wenn es nicht geht. Und das sieht ganz danach aus. Zack. Ja, da müssen doch zwei Häuser weichen. Das ist dann eben so. Und das darf jetzt gerne ein bisschen kurvig sein. Das ist egal. Das ist ein Depot. Beziehungsweise ein Gleis von dem Depot. Und wenn wir jetzt hier in die Höhe gehen, müssten wir hier doch eigentlich reinkommen. Jawohl, Moment, da war sie gerade die Stelle. Hier. Okay, das ist tatsächlich nicht eine Kreuzung. Okay, das passt. Sondern eine Weiche. Also können wir es machen. Jetzt hoffe ich, ich habe hier das richtige Gleis erwischt. Ich glaube, das geht in die Richtung. Und wenn wir jetzt Glück haben, was wir nicht haben, dann kommen wir da noch rein. Gut, haben wir nicht. Aber dann machen wir das ganz einfach. Ne, hier kommen wir nicht lang. Ich wollte jetzt hier vorne lang und hier rein. Arg, okay, das geht nicht. Wie kommen wir da trotzdem noch rein? Wenn wir hier... Ja, wir müssen mit der Weiche da weg. Wir müssen die Weiche versetzen. Dann funktioniert's.
Also, Weiche kommt weg. Ich mach mal Pause. Ist einfacher. So, jetzt müssen wir eigentlich den Platz haben. Von hier runter. Und hier rein. Jawohl, jetzt geht's. Okay, dann werden wir in dem Gleis. Jetzt schauen wir nochmal. Einfach sicherheitshalber. Weil hier baut der Herr Heisenberg. Das kann immer mal wieder falsch sein. Da geht's da. Ups, jetzt haben sich die... Was meint die denn jetzt? 9. Warum ist jetzt die Linie darüber gehüpft? Das ist ja völlig eigentlich... Ach so, weil die Weiche weg ist. Ja, so viel zum Thema. Werden wir gleich wieder hinstellen, damit das wieder stimmt mit den Linien. Das Signal muss aber noch weichen. So, und jetzt gibt es die Weiche hier. Mal gucken, ob das reicht vom Platz her. Ich nehme es eigentlich mal an, aber... Da haben wir schon, ohne dass wir eine X-Weiche bauen, Steigung zu groß, die Meldung. Hm. Halleluja. Oh, es klappt. Sehr schön. Okay, dann können wir das Signal hier wieder hinstellen. Man sieht jetzt, die Linien haben sich auch wieder sozusagen gefunden. Zack, Signal hier hin. Und dann... nee, aber die fährt trotzdem falsch, die eine. Die soll nicht darüber. Die soll hier bleiben. Warum fährt die denn zurück? Hä? Jetzt brauchen wir die Linien. Das ist ja irgendwie ganz gespenstisch. Moment. So, du fährst von Wien Hauptbahnhof. Das wäre erwiesenermaßen hier hinten. Nach Unterwien. Och, wie das wieder klingt. Und dann nach Wien Nord. Ja, und dann wieder. Und dann fährt sie nicht hier hinten raus. Ach so. Haben wir ja nicht irgendwie... Ich dachte, wir hätten hier schon einen Wegpunkt. Ja, für die hier. Wir machen nochmal einen Wegpunkt. So, hierhin und das wäre dann auf dem Weg von, jetzt muss ich gucken, von diesem Bahnhof. Der heißt Wien Nord. Von hier zum Hauptbahnhof wollen wir hier lang. Zack. Und dann geht's hier lang. Das heißt, jetzt müsste das hier hinten wieder stimmen. Jawohl, jetzt wird aber komischerweise das Ganze nur eingleisig genutzt. Das wollen wir eigentlich auch nicht. Haben wir hier keine Weiche? Oder wollten wir das so, dass die hier beide reinfahren? Das kann ja eigentlich nicht die Idee sein. Die gucken sich dann an, beziehungsweise die bremsen sich dann aus. Wir haben hier ja zwei Gleise. Aber, oh, entdecke ich da gerade einen Denkfehler? Ja, jetzt haben wir es so gemacht. Im Prinzip könnten wir denen hier zwei Bahnsteige zuweisen. Da hätten wir es aber dann vielleicht anders bauen müssen, Herr Heisenberg. Das ist jetzt nicht ganz so clever. Naja gut, dann muss halt hier einer der Züge warten, bis der andere rauskommt. Das ist so schlimm auch nicht. Wir können mal gucken, ob wir in der Zukunft das Ganze vielleicht noch hier hindrehen. Dass wir die Gleise hier nehmen. Aber jetzt haben wir das Ganze eigentlich so weit gemacht. Jetzt würde ich sagen, jetzt kaufen wir die Züge. Und was kaufen wir denn da? Schönes, da habe ich was im Kopf. Nämlich... wir haben ja zwei Linien. Ich würde sagen, für die eine Linie nehmen wir die hier. Ich weiß, das ist Baltimore, das ist USA, aber das sieht irgendwie auch so nach einer Hochbahn aus. Wir kaufen die mal. Gucken, wie lang. 27 Meter. Okay, da können wir definitiv mindestens eine Doppeltraktion draus machen. Kaufen den zweimal. Wir übertreiben jetzt nicht wegen dem Geld hier. Wenn die laufen, dann gibt es Verstärkung. Oh, mir fällt gerade ein, ich muss noch nach Hamburg. Schnell nachher. Da wollte ich noch den Besuchermagneten installieren, damit dort die Hochbahn auch ein bisschen Publikum hat. Und wir haben hier die U-Bahn von Wien. Das passt doch perfekt hierher. Ich weiß, das ist keine U-Bahn, das ist eine Hochbahn. Aber wir haben keine U-Bahn, deswegen nehmen wir die jetzt für die Hochbahn. Wir bauen ja auch nicht Wien nach, sondern wir haben die Stadt einfach Wien benannt und gucken, dass wir das ein bisschen so machen wie in Wien. Und von daher passen die hier doch eigentlich relativ gut hin. Also kaufen wir mal. Wie lange bist du? Oder wie lang? Nicht wie lange. 37 Meter. Da machen wir doch glatt auch eine Doppeltraktion. So, hier rauf. Und ebenfalls einmal klonen. Und dann wäre das... Okay, jetzt muss ich sie einzeln zuweisen. Ist aber auch kein Drama. Da gehen wir mal hier hin, damit wir die Linien sehen. Das wäre dann... Ist eigentlich egal. Wien Hochbahn 1. Oh, jetzt waren alle dahin. Ah, jetzt habe ich wieder das... ich habe wieder das falsche Tool erwischt. Moment. Kannst du noch mal wenden? Wir wären dankbar. Wenn wir hier laufen lassen. Drehen. Halt. Drehen. So, noch mal reinfahren. Klappt das? Nee, jetzt kommt er die ganze Zeit raus.
Ah, ist halt, wenn man nicht aufpasst. Okay, die fahren jetzt alle. Naja, gut, die dürfen ja eigentlich. Wobei, nee, weißt du was? Dreh du auch mal nochmal. Wir schicken sie alle wieder rein. Kommt da nochmal jemand oder seid ihr alle wieder drin? Ihr seid alle wieder drin. Jetzt haben wir Glück gehabt. Also, einzeln zuweisen. Das war aber eigentlich schon hier. Linie zuweisen, diesem Zug. Wenn ich hier jetzt klicke und wieder zurückfahre und jetzt wieder klicke. Wien Hochbahn 1. Okay, passt. Wien Hochbahn 1. Und hier hätten wir Wien Hochbahn 2. Und Wien Hochbahn 2. Sehr gut, dann haben wir das nämlich geschafft. Hier fehlen noch Signale. Ich mache mal ganz kurz Pause. Dann können die Züge wenigstens auch schon mal in Ruhe rausfahren und mal gucken. So, das wären wir einmal hier. Und da oben brauchen wir keine Signale, da das Depotgleise sind. Aber hier machen wir auch noch eins. Vor der Einfahrt in den Bahnhof rein. Gut, wir können hier raus. Lassen das Ganze laufen, drehen nicht allzu weit. Ah, schön, da kommen sie schon. Das sind die Wiener Teile. Ich würde mal sagen, mit denen fahren wir mit. Wir lassen jetzt aber erstmal den auch noch rausfahren, damit wir die Baltimore-Variante auch noch kurz zu Gesicht bekommen. Kannst du nicht fahren? Nein, der Kollege ist noch auf dem Weg. Gleich kann er. Jetzt macht er sich auf die Reise. Ja, schöne Modelle. Definitiv. Jetzt bin ich aber auf die amerikanische Version auch noch gespannt. Wir steigen dann hier ein oder beim anderen. Also nicht bei der Baltimore-Variante, sondern bei der Wiener-Variante. Haben wir gesagt. Ja, auch sehr nett. Sieht eigentlich auch cool aus und passt definitiv auch zu einer Hochbahn. Okay, ich würde sagen, wir nehmen mal Platz. Und jetzt bin ich gespannt, wie das so ist. Hochbahn fahren in Wien. Sehr schön, da hinten Flugzeug. Steigt gegen den Himmel. Und unter sich die schneebedeckten Berge. Das muss auch eine schöne Aussicht sein eigentlich. Ja, cool. Schon cool, so eine Hochbahn. Gefällt mir ausgezeichnet. Auch wenn jetzt halt eine U-Bahn hier auf der Hochbahn fährt, das habe ich vorher erklärt. Ich denke, das hat so schon seine Richtigkeit. Da unten kommt wieder der schöne Triebwagen aus Schaffhausen und wir haben Rot. Und schon haben wir Grün. Ich wollte gerade sagen, das müsste sich aber eigentlich verteilen bei zwei Zügen. Und hier unten, wie gesagt, da fehlt noch eine Busverbindung. Und in Hamburg, da fehlt definitiv noch der Besuchermagnet. Das werden wir noch in Angriff nehmen. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis wir hier einmal außen rum sind. Wird ein Momentchen dauern. Ist aber auch egal, wir haben keine Eile. Und wir wollen das ja auch genießen hier. Fährt der einfach durch? Der hält hier gar nicht. Was ist das denn kaputtes? Lass mich mal kurz... Hallo? Lass mich mal kurz aussteigen. Warum hältst du denn hier nicht? Wien Hochbahn? Bist du irgendwie falsch unterwegs? Du bist irgendwie falsch unterwegs. Da ist das falsche Gleis gegangen. Der Eumel. Ach, du grüne Neune. Naja, okay, wir fahren jetzt trotzdem mal mit. Aber warum fährt er denn nicht auf sein zugewiesenes Gleis? Das hätte er ja eigentlich gekonnt. Sind die jetzt alle falsch? Die fahren auch hier lang. Der hätte doch hier reingekonnt. Oh, falsches Gleis. Und hier haben wir keine Weiche. Ja, da wäre es hier rechts gegangen. Okay, mein Fehler. Wem sei er sonst? Der PC macht selten welche. Ja, okay, ist aber auch kein Drama. Wie kriegen wir die denn jetzt wieder in die richtige Reihenfolge? Ist egal, wir wollen mitfahren. Wir fahren jetzt hier mal falsch mit. Fahren halt alle in die gleiche Richtung, das werden wir gleich noch ändern. Da vorne haben wir ja eine Weiche. Dann können sie da dann auf ihr zugewiesenes Gleis fahren. Ja, jetzt haben wir aber gerade grün bekommen. Kannst wieder fahren. Hallo, ich habe doch gesehen, dass er gerade grün bekommen hat. Irgendjemand möchte nicht, dass wir hier mit der Hochbahn fahren. Ich merk's. Nee, ist rot. Hier vorne. Ja, hier ist halt auch ordentlich Verkehr. Jetzt kann der hier rein. Wisst ihr was? Wir steigen mal hier ein. So. Gleich stellen wir fest, dass das gar nicht geht, was wir wollten. Nee, nee, das müsste schon klappen. Hier ist halt Verkehr. Ganz klar. So. Hier Hauptbahnhof. Ich nehme sogar an, die Linie müsste sogar laufen. Also da werden auch ein paar Leute mitfahren, nehme ich an. Und je nachdem werden wir dann natürlich das Ganze noch ein bisschen ausbauen mit weiteren Zügen. Wenn wir sehen, dass hier die Nachfrage entsprechend groß ist. So, ich bleibe sitzen, ganz klar, denn wir wollen noch weiterfahren. Sobald hier die ersten Leute eingeschrieben sind, falls wir welche haben.
da links startet der Rail Adventure, zumindest die Lokomotive. Ah, hier ist schon was los. So, hier links bitteschön. Aha, nee, jetzt fährt er zurück. Ja, jetzt fährt er auf sein richtiges Gleis. Das heißt, jetzt fahren wir hier wieder zurück. Auch nicht schlecht. Jetzt hat er seinen Fahrplan im Prinzip aufgenommen. Okay, aber wollen wir jetzt wieder zurückfahren? Eigentlich nicht. Das heißt, im Prinzip müssen wir bei diesen amerikanischen mitfahren, bei denen hier. Aber die haben jetzt natürlich auch ein bisschen Standzeit, zumindest da vorne. Das können wir aber trotzdem machen. Wir steigen hier mal ein, fahren nochmal durch die Mauer durch. Das soll sich ja auch ändern. Ich glaube, das haben sie gepatcht. Oder wird dann eben gepatcht mit dem Juli-Patch, dass die Tunnels ganz anders aussehen und eben nicht mehr diese Mauern und Co. haben. Wir haben sogar grün. Aha. Ah, weil wir hier ein anderes Gleis haben. Hier haben wir diese zweigleisige Nutzung, die wir da vorne im Lütticher Bahnhof eben leider nicht haben. Wir könnten höchstens mal gucken, ob wir auf der anderen Seite da noch ein Gleis hinkriegen. Bringt das was? Ich muss mir das nochmal ansehen. Für den Moment ist da eingleisig, das funktioniert auch. So, und der müsste ja jetzt da vorne dann tatsächlich links fahren. Irgendwie habe ich hier gerade ein Déjà-vu. Da waren wir doch gerade schon mal vor 3 Minuten. Ja, gut, bitte einmal drehen und dann möchten wir die neue Strecke noch sehen. Aber muss man auch genießen. Wie oft ist man schon hier am Bahnhof, am Hauptbahnhof in Wien, wenn man jetzt nicht gerade in Wien wohnt. Und ich finde es immer wieder cool, hier rauszufahren. Das hat einfach was. So, jetzt müsste aber hier links. Anders kann er, glaube ich, gar nicht. Ah, doch, da hätte er auch noch rüber gekommen. Ne, da ist der Zug im Weg. Das hätte nicht geklappt. So, wir fahren hier ein bisschen den Berg hoch, über die Stadt. Und dann geht es da hinten dann wieder auf die Brücken. Über der anderen Brücke oder über den anderen Brücken. Über die anderen Brücken rüber, jetzt habe ich es. Und unter gewissen ja auch noch unten durch. Mal gucken, wie das so ist. So, da dampft und macht und tut. Da warten natürlich wieder ein paar. Das ist hier ein Nadelöhr, das wissen wir. So, herrlich. Ich genieße es gerade. Ja, auch sehr nett die Geräusche natürlich. Da unten bewegt sich sogar wieder mal ein Triebwagen. Der kann ein paar Meter fahren. Genau, das müsste ich mal noch wegnehmen. Die stört. Ja, jetzt die lange Strecke hier lang. Und da vorne sieht man eh schon den Lütticher Bahnhof. Es wurde noch vorgeschlagen, den Wien West zu nennen. Da müssen wir mal gucken, wie wir den nennen. Wien West ist, glaube ich, der Hauptbahnhof. Kann das sein? Den Hauptbahnhof hätten wir eben schon. Deswegen habe ich den jetzt nicht umbenannt. So, hier der Fernsehturm. Da hinten startet schon wieder ein Flugzeug. Wenn da mal noch jemand drin sitzen würde, dann würden sie wenigstens nicht vergeblich starten. Denn die Luftlinie, also die Flugzeuge, die Passagierbeförderung, die läuft überhaupt nicht. Da sitzt, glaube ich, nie jemand drin. Die Frachtflugzeuge machen Millionengewinne, aber hier diese Personenflugzeuge machen kaum Gewinne. Das liegt ganz einfach daran, dass wir so viele Züge haben, bin ich überzeugt. Warum soll man fliegen, wenn man ja mit dem Zug fahren kann, wesentlich günstiger? Ich weiß, ein Teil von den Leuten ist so eingestellt sozusagen, dass sie eben, Hallöchen, dass sie eben auch teuer reisen wollen und schnell, aber so ganz scheint das nicht zu klappen, wenn man das ein bisschen beobachtet. Es ist aber der Zug wird ganz, ganz klar bevorteilt. Und das ist auch schön so. Denn primär spiele ich das Spiel schon wegen den Zügen und nicht wegen den Flugzeugen, auch wenn die Flugzeuge natürlich auch relativ cool sind, muss ich zugeben. So, ich bleibe wieder sitzen, dann steigen wir aus. Hier müssen wir eigentlich nichts mehr machen. Die haben ja gedreht, die fahren jetzt da, wo sie fahren sollen. Das ist bestens. Jetzt möchte ich mal noch kurz gucken. Wow, guck mal, wie viele Leute wir hier haben. Der war eigentlich schon voll. Was haben wir hier?
Boah, das läuft ja wie geschmiert. Okay, das ist also tatsächlich schon mal wirtschaftlich auch was wert, das Ganze. Wenn wir jetzt hier vorne vielleicht irgendwie noch eine Weiche hinkriegen. Soll ich das mal versuchen? Kostet ja nichts. Ich wollte eigentlich den Besuchermagneten machen, aber ja. Halt, Strom brauchen wir aber. Das wird so wahrscheinlich eh nicht klappen. Ne, das hätte mich gewundert. Da ist noch ein Signal im Weg. Da kommen wir auch nicht raus. Ja, so wird es gehen. Also raus kämen wir. Wir kommen dann aber nicht hier rüber. Ne, da ist... Ne, gut, dann lassen wir es. Okay, ihr müsst halt für den Moment zumindest euch das Gleis teilen. Das lassen wir jetzt mal so. Jetzt haben wir hier noch die Busse. Das machen wir in der nächsten Folge. Was wir jetzt noch machen, ist noch ganz kurz hier nach Hamburg runter. Denn ich möchte hier noch den Besuchermagneten installieren, von dem ich eigentlich schon, glaube ich, vor 2-3 Folgen geredet habe. Der war hier und dann hier bei den Tools. Genau. Jetzt stellen wir ein. Industrie. Ich glaube, da kommen am meisten Leute. Machen mal 6. Also die Zahl 600 im Jahr, das ist ordentlich viel. Naja gut, wir wollen ja, dass sie genutzt wird. Dann machen wir dich mal hier hin. Man könnte den ja auch verstecken, aber ich weiß gar nicht, warum man das sollte. Ich finde das nicht schlimm. Wenn hier so ein kleiner Knubbel ist, das kann ja alles Mögliche sein. Irgendwie von einer Straßenvermessung oder weiß der Kuckuck woher. Also das macht eigentlich durchaus Sinn. Im Moment haben wir keine Gäste. Okay, ich bin gespannt. Das sollte sich aber wegen dem Besuchermagneten entsprechend ändern. Gut, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. In der nächsten Folge gibt es dann noch die Buslinie für diesen neuen Bahnhof in Wien, für die Hochbahn. Ja, und dann werden wir noch was anderes machen. Wir gucken mal. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.